Und hallo, da sind wir auch schon wieder zu unserem kleinen Let's Play zu Lords of the Fallen. Und wir erinnern uns, in der letzten Folge recht unspektakulär die Bestie besiegt mit einer sehr feigen Taktik. Ja, ich gebe es zu, Entschuldigung. Aber der Sieg zählt. Oh, da ist wieder eine Wand zum Kaputtmachen. Wenn es denn irgendwann mal klappen würde. Ich weiß es nicht. Irgendwie, Wer weiß. Ich finde das Schild auch irgendwie doof. Oh, Geschicklichkeitsanforderung 18. Kein Wunder, dass man da nicht vernünftig mit blocken kann. Ja. Das Kommandantenschild ist ja so abartig schwer. Aber es blockt wenigstens alles, ja. Ledierter Rundschild. Geschicklichkeit 12. Wappenschild. Blockt halt wieder nicht alles. Wir nehmen jetzt einfach mal das Kommandantenschild und gucken, wie wir damit klarkommen. Sind wir halt wieder ein bisschen langsamer unterwegs, aber mit der Keule sind wir allgemein schon ziemlich lahmarschig. Wow. Ein Schlag und das Ding ist tot. Okay. Nehmen wir jetzt mal so hin. Geht der jetzt auf? Warum geht der nicht auf? Ich habe doch den Gegner besiegt. Was hat das jetzt eigentlich mit diesen Schaltern auf sich? Und hier unten finden wir doch bestimmt... Wow! Den vermissten Mönch. Boah, natürlich, natürlich. Oh. Warum nur? Warum? Bin doch nicht blöde. Komm, wie ich das einen schon mal sprechen hier. Hä? Offen? Ja, toll. Scheint ja nicht so. Ja, die feige Taktik geht weiter. Aber gegen zwei von denen, das funktioniert nicht. Es wird nichts. Die sind eigentlich noch fieser als die ganzen Bossgegner, weil man einfach durch dieses Schild auch nicht durchkommt. Er hat wieder ein Schwebeschwert. Wie schön das doch ist. Ich hätte auch gern ein Schwebeschwert. Du bist ja noch da. Kannst du nicht einfach sterben? Mensch, die hören ja aufs Wort. Ist hier noch irgendwas Cooles? Nein. Es sieht erstmal nicht so aus. Truhen und Fässer. Gucken wir mal weiter. Ja, da ist was. Was ist es? Menschlicher Schädel. Her zu unserem Krag. Kumpel, müssen wir ja mal wieder hin. Ja, gleich hier lang gehen können. Oh Mann, du. Aber ich suche immer noch den Kumpel. Oh, das ist so einer. Der kann ja jetzt ruhig mal ein bisschen. Sind ja jetzt nicht so krass, wenn sie alleine unterwegs sind. Ah, ich hasse dich. Mein Kurzschwert! Fluch!
Mal gucken. Kurzschwertfluch. Wo ist es? Da brauchen wir bestimmt wieder irgendwie Geschicklichkeit oder sowas für. Ja. Kurzschwert. 18. Ja, das können wir wieder vergessen. Also, oh. Wieso finden wir eigentlich immer was, wofür man so unglaublich viel Geschicklichkeit braucht? Wir sind hier nicht als Schurke unterwegs. Das ist, ob das mit unserem Glück zu tun hat, was ich noch nie geskillt habe. Also wenn das jetzt der Weinkeller sein sollte, ist der wirklich ganz schön weit unten. Und vor allem geht man doch da nicht alleine hin, um sich die hinter der Binde zu kippen. Wo kommen wir denn jetzt hin? Denkmal. Ja, das kommt mir erstmal bekannt vor. Ach so. Hier vorne. Hier wollte ich zwar nicht hin, aber jetzt sind wir hier. Da ist das Viech. Und eigentlich, tja, in der Zitadelle ist halt noch was. Ja, wir gehen jetzt erstmal weiter und in die Zitadelle müssen wir sowieso wieder. Ja. Dass wir erstmal zum Speichern kommen da hinten. Achso, den Hebel habe ich ja schon. Ja, man bleibt jetzt systematisch immer an jedem Hebel stehen. Außerdem können wir ja uns jetzt wieder ein bisschen aufwerten, denke ich mal. Wir haben ja genug Attributspunkte. 13.000. Zauberpunkte? Nee, wir machen jetzt noch auf Attributspunkte. Ich denke mal, Zauber haben wir jetzt genug erstmal. Was könnte man denn jetzt noch skillen? Ich gehe jetzt zweimal auf Glück die nächsten Male. Das muss jetzt einfach mal sein. Und dann mal gucken, ob man nicht vielleicht doch mal bessere Sachen kriegt. Oder? Warum renne ich eigentlich hier hinten hin? Hier wollte ich überhaupt nicht hin. Ach, nee, nee, nee. Ich bin Hakin. Und ich habe gerade eine Bestie besiegt. Und ich laufe ganz fidel durch die Gegend. Lalala. Ja, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und gleich nochmal. Und das ist ja totaler Blödsinn, weil wir haben ja noch Stich. Alle Schwebeschwerter, es ist voll cool. Bloß ich nicht. Boah. Und dich auch, komm. Boah. Und den kriegen wir es bei dem auch hin. Mal gucken. Nee. Doch! können wir gleich hier nochmal zwischenspeichern? Oh, der hat was fallen lassen. Energiesplitter. Naja, ist doch was. Ist doch schon mal was. Wollen wir hier hinten? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen ja jetzt erstmal zur Wegpforte. Ah, da kommt ja wieder. So, einer. Ah, mach das Schild weg. Stich. Also, geht doch. Alter, was machen die Schwerter denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Was war das für einer? Ach, das war
auch nochmal so inne, oder? Auch weil mir Stich so gut gefällt. Ja, also hier gefällt mir das schon wesentlich besser, hier eine Runde lang zu schlendern. Na, du hast dich doch bewegt. Das habe ich doch gesehen. Bleibe liegen. Ja, wir wissen ja, dass er nochmal aufsteht. Und sich gleich wieder hinlegt. Da kommen ja nochmal diese komischen anderen Viecher, die so ein bisschen fixer unterwegs sind. Wenn sie denn noch da sind. Ja, da ist er. Na komm. Komm, wir sehen. Wissa. 86 Erfahrungspunkte, na gut. Das war alles schon mal besser. Aber naja, dafür sind sie auch nicht mehr so stark. Hat aber eine kleine Pirouette gedreht. Oh, Mensch, schreck mich doch nicht so. Und nochmal einen Wegpunkt markieren und dann gehen wir mal wieder durch die Wegpforte. Manche Rüstungsteile besitzen Sockel, in die du Runen einsetzen kannst. Ja, das wissen wir bereits. Das haben wir auch schon getan. Mehr oder weniger bringt's auch ab und zu mal was. Bei unserem schönen Feuerschwert vom ersten Hüter hat das ja sogar... Nö, da war so ein fliegendes Vieh. Der sieht kacke aus. Und für den müssen wir doch bestimmt wieder so ein Herz erstmal... Ja, ich sehe es schon. Ach Mann, ich will... Ich mache nur was Falsches. Hüpfen wir jetzt erstmal vorbei an dem. Machen das hier kaputt und nehmen das Herz. So. Naja, und jetzt kriegst du erstmal inne von Latz. Oh, was hat er fallen lassen? Einen kleinen Schlüssel. Westlicher Vorraum. Gut, gut. Vielleicht werden wir da sogar noch hinkommen. Und da ist ja das Viech. Das sind die, die ich meinte, wo man unbedingt in den Nahkampf gehen muss. Denn die haben, wie gesagt, eine relativ hohe Magieresistenz. Und der wird auch explodieren. Also weg, 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 weg. Ja, das läuft doch. Trank nehmen wir trotzdem. Wir könnten jetzt beim Schmied, aber wir haben ja nichts mit einem freien Sockel. Hey, Hakim! Oh. Du bist noch hier. Hör mir zu. Gehe zuerst hier durch den Turm und meide fürs Erste die große Arena. Und triff dich mit mir an dem Ort, wo du gegen diesen dreifüßigen Hocker gekämpft hast. Wenn du das tust, zeige ich dir meine großartige Entdeckung. Wer könnte da Nein sagen? Aber auf jeden Fall werden wir erstmal diesen Wegpunkt markieren. Nee, reicht noch nicht. Aber wir können es ja trotzdem schon mal in Attributspunkte nehmen. Boah, wo muss man da lang, sag mal? Turm? Irgendwas mit Turm hat es ja gerade erzählt und dann... da sind ja die Viecher jetzt drin. Ist ja ekelhaft. Aber irgendwie kam man doch da jetzt auch hier über die Wege da hoch. Irgendwie ging doch das. Wenn ich mal wüsste, wie das ging.
Oh, wieso kommst du hier hoch? Bist du doof? Stich, hilf mir mal. Das ist dir aber gedacht. Was war das jetzt schon wieder? Der Dicke? Hier hinter war doch noch ein Baubi. War mal. Kommen wir jetzt hier rein? Ja! Und wir hören uns mal an, was diese Schriftrolle uns zu berichten hat. Splitter. Sie entstehen immer, wenn es einen Riss gibt. Die Substanz beider Dimensionen trifft aufeinander und kristallisiert sich in dieser unglaublichen Form. Erfüllt von Macht. Einige der größeren Risse, sie bilden zerbrochene Splitter. So groß und schwer, dass man sie nicht bewegen kann. Wer weiß, welche Macht sie enthalten. Ah, wir haben neue Armstulpen bekommen. Mörderschwer. Harmonie. Den nehme ich mal. Ja, okay. Und so ein Glief ist jetzt auch nicht so unbedingt der Hit. Weil langsam. Und mit den langsamen Waffen, also da ist der Streitkolben hier schon das höchste der Gefühle, sage ich mal. Also, noch langsamer muss nur wirklich nicht sein. Oh, bist du doof. Ja, scheiße, ich bin auch ein bisschen doof. Oh, der wirft ja mal so eine Fallen, stimmt der? Hat der überhaupt nicht getroffen gerade? Bin mir nicht sicher. Oh. Hat er erst noch einen Trank genommen? Aber nicht so. Nicht so. Aha. Ja, ich glaube, das ging ja hier nochmal lang. War hier nicht noch so ein Schildtyp? Nee. Aber jetzt ist hier auf. Naja, die Truhe ist verschlossen. Verdammt. Was war denn das für ein Schalter? Nee, den habe ich schon betätigt. Ah, hier war der. Genau. Oh, gleich mitsamt Tisch. Sehr gut. Was war das für einer? Ah, auf jeden Fall ist das was für Stich. Okay. Ja, wer bin ich denn? Oh nö, das ist so ein Fliegender da hinten. Kommt Stich da lang? Oh, der kommt schon näher. Naja, nicht schlimm. Der da hat uns noch nicht gesehen. Weg. Der hat was fallen lassen. Das ist schon mal schön. Vielleicht hat er was Cooles für uns. Schlüssel, westlicher Vorraum. Habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, dass wir uns einfach bloß zur anderen Seite durchgekämpft haben? Oder... Ach Mensch, ich bin zu doof, mich hier noch zu orientieren. Ich weiß nicht mehr, wo wir hier überall waren. Und wie wir vor allem irgendwo hingekommen sind. Dimensionenbrücke. Ja toll, jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite. Ich hab's gewusst. Ich soll doch da hinkommen... Gut, dann laufe ich um den jetzt einfach mal ringsrum. Huch. Und ich lasse den jetzt einfach mal in Ruhe.
Hallo, ich komme hier sowieso noch nicht lang, oder? Doch. Doch. Gut. Ach so. Aua. Ah, was ist denn hier los? Bist du nicht ganz dicht? Oh Mann, ich wollte hier doch... Oh. Ich dachte, ich... Oh Mann. Das habe ich jetzt nicht gewollt. Ich dachte, ich kann an dem vorbeilaufen. Scheiße. Jetzt macht er hier wieder seinen Mist. Da kann man natürlich irgendwie blocken. Und ich wette, selbst wenn wir jetzt sterben, können wir dann nicht mehr hin zurück, wo sie hin wollte mit uns. Oh, ich muss was trinken. Ah, super. Lass mich doch mal in Ruhe. Was war das denn? Willst du mich treten? Ja, er wollte mich treten. Autschen. Ah, zu früh gesprungen. Das bringt einen also fast um. Ja, er bringt einen dann um. Ah, verdammt. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt eigentlich verloren? Okay, das geht. Das ist okay. Ja, okay. Also man muss ja irgendwie an dem da auch vorbeikommen. Mal gucken. Das werde ich mir jetzt ausprobieren. Das heißt, wir machen jetzt erstmal... Hehehe, genau. Wir machen wieder eine kleine Unterbrechung, bevor es dann weitergeht mit der nächsten Folge zu Lords of the Fallen. Wir haben den nächsten Wächter gefunden. Das ist eine ziemlich gemeine Sau. Entschuldigung. Ja, aber ist so. Aber auch den werden wir natürlich schaffen und ich denke mal, ich werde noch ein bisschen ausprobieren, wo wir vielleicht ringsrum laufen könnten, was uns die nette Tante gesagt hat. Und wenn ich es finde, zeige ich es euch in der nächsten Folge. Wenn nicht, dann versuchen wir uns einfach weiter an dem Wächter. Wir sind gespannt. Also schaltet wieder ein zur nächsten Folge von Lords of the Fallen und ich sage wieder mal Tschüss.